Und die Betroffenen haben uns gesagt, also 25.000 Unterschriften sind viel, aber sie hätten locker noch viele tausend mehr sammeln können, wenn sie denn weitergesammelt hätten. Und heute, an diesem Tag, nach einem langen Weg von Überzeugungsarbeit und der Vorbereitung, können wir diesen Ausschuss endlich beschließen und einrichten. Und deshalb ist das ein richtig guter Tag für die Aufklärung des rechten Terrors in Berlin, meine Damen und Herren. Untersuchungsausschussaufträge können bekanntlich gut oder schlecht sein. Ja? Die können auf echte Aufklärung abzielen, aber sie können auch eher auf politischen Klamauk abzielen. Haben wir alles ja schon gehabt hier im Haus. Und ich finde, dieser Untersuchungsauftrag, der jetzt hier vorliegt, der ist richtig gut geworden. Wir untersuchen sämtliche beteiligten Behörden, Polizei, Verfassungsschutz, Staatsanwaltschaft. Wir konzentrieren uns nicht auf Einzeltäter, sondern wir untersuchen Netzwerke. Wir untersuchen nicht nur die Taten, sondern wir gucken uns auch die Entstehungsgeschichte dieser Serie an. Und ganz wichtig, wir wollen das Wissen und die Erfahrung der Opfer und der Zivilgesellschaft mit einbringen, mit einbeziehen, nutzbar machen. Und die Zivilgesellschaft hat von uns gefordert, bitte macht keinen Untersuchungsausschuss leid. Bezieht uns bei der Einarbeitung, bei der Erarbeitung des Untersuchungsauftrags mit ein und macht ernsthafte Aufklärung. Und wir haben das getan. Und man sieht an diesem Auftrag, wir meinen es ernst. Nochmal auch an der Stelle vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, auch von den anderen beiden Koalitionsfraktionen. Warum wir diesen Ausschuss brauchen, das habe ich in der ersten Lesung hier schon ausgeführt. Ich will deshalb noch mal auf ein paar Äußerungen eingehen, die in der Debatte bei der ersten Lesung gefallen sind. Herr Herrmann von der CDU, der hat hier gesagt, es ging uns nicht um Aufklärung, sondern um Anklage. Und wir wollen einen Generalverdacht gegen die Sicherheitsbehörden schüren, hat er gesagt. Und Herr Fresdorf von der FDP, also ein bisschen ins gleiche Horn geblasen, hat gesagt, wir Linken würden ja dazu beitragen, das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden zu zerstören. Und da sage ich Ihnen, es gibt doch handfeste Verdachtsmomente. Wenn hier in Berlin ein Beamter wegen, Neuköllner Beamter, wegen einer rassistischen Gewalttat vor Gericht steht. Oder wenn hier in Berlin ein Polizist in einer Chatgruppe sich mit Nazis austauscht und da Informationen fließen. Dann sind das doch keine Hirngespinste. Das sind ernsthafte Verdachtsmomente. Und wenn Sie hier das als Generalverdacht abtun, dann wollen Sie verhindern, dass diese Probleme richtig angegangen werden. Aber genau das ist nötig, weil sonst werden Sie wiederkommen. Herr Fresdorf, Sie haben dann noch argumentiert, wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss ja gar nicht, weil ja verschiedene Sonderkommissionen schon alles untersucht haben. Ja? Auch das ist falsch. Nein, liebe FDP-Fraktion, genau deshalb machen wir diesen Untersuchungsausschuss. Die BAO Focus, das war eine polizeiinterne Gruppe, da hat die Polizei sich selbst untersucht. Und diese Sonderkommission von Herrn Diemer und Frau Leixenring war vom Innensenator Geisel eingesetzt und auch die hat nur einige Aspekte von vielen untersucht. Und wir können zwar darauf aufbauen, wir haben ja Arbeit geleistet, aber niemand hat sich bis jetzt wirklich ein unabhängiges und ein umfassendes Bild von der Lage verschafft und wir können das jetzt mit den Möglichkeiten eines Untersuchungsausschusses tun. Herr Herrmann von der CDU hat dann auch noch was Interessantes gesagt. Er hat uns vorgehalten, wir würden mit dem Ausschuss unsere eigene Regierung kontrollieren. Oha. Also ich bitte Sie, wenn wir uns hier als Parlament ernst nehmen, dann kontrollieren wir natürlich auch die eigene Regierung. Sie schaffen das ja noch nicht mal in der Opposition vernünftig. Aber wir nehmen unseren Job hier ernst. Wir wollen die Regierung und die Behörden besser machen. Und keine Sorge, ja, wir machen ja auch nicht bei unserer eigenen Regierung Halt, Herr Herrmann. Wir werden uns schon auch noch anschauen, was diese Schnarchnase von Innensenator Frank Henkel damals gemacht hat, um die Serie aufzuklären. Ich habe den Eindruck, seine Prioritäten waren damals ganz woanders. Und zum Schluss noch meine Bemerkung zur AfD. Sie haben ja hier davon geredet, dass die AfD das eigentliche Opfer ist. Und das werden Sie wahrscheinlich gleich auch noch mal tun. Ja? Aber ich sage Ihnen, es gibt in diesem Land eine Bedrohung von rechts und Sie sind ein Teil davon. Und auch im Neukölln-Komplex gibt es Verbindungen zu Ihrer Partei, also sollten Sie mal ganz, ganz leise sein. Also, ich freue mich auf die Aufgabe, ich freue mich über alle, die mitmachen. Machen wir was draus. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege